dann haben wir da haufenweise T2. Genau. Erkennt man immer gleich, wenn man es jetzt so sieht, an der Frontscheibe. Genau. Obwohl das hier ein früher T2 ist, das ist quasi direkt der Nachfolger, zumindest die Front jetzt erstmal gesehen, der Nachfolger vom T1 im Prinzip, wenn man so will. Aber man sieht schon, das V ist halt weg, die Frontscheibe ist einteilig geworden. Wo ist der gravierendste Unterschied in den Modellunterschieden? Also ist das mehr eine technische, eine optische Sache oder beides? Sowohl als auch. Also sowohl es als kam auch. Eine Scheibenbremse, es kam bis zu einem 2-Liter Motor und so weiter. Also da gibt es schon viele Veränderungen. Baujahr von T2? T2A meine ich irgendwie so 68, 69, so in dem Bereich. Kommen die T2A mittlerweile vom Wert her an die T1 ran oder ist das immer noch eine andere Liga? Sind sehr beliebt, auch schon, weil sie fahrwerksmäßig und so schon deutlich besser sind. Das heißt Bodengruppe und so auch alles anders? Genau, hat dann schon so eine Schräglenkerachse hinten und so weiter, ist alles ein bisschen anders. Was ist das hier? Das ist jetzt schon in dem, das Reserverad. Beim T2 dann gab es damals so, dass man das davor montieren konnte, optisch. Sieht natürlich extrem scheiße aus. Sieht, so kann man das auf Deutsch, so kann man das auf Deutsch sagen, genau. Also das ist im Prinzip, so darf ein T2 nicht aussehen, kann man einfach so sagen. Ich denke mal, dass ich da das einfach so frei raus mal sagen konnte, weil ich glaube, dass das nach heutigem Standard keinem mehr. Nee. Immerhin, es hat nichts mit immerhin ist eine Abdeckung drüber, ne? Genau, aber es hat mit Schönheit nicht viel zu tun. Ist dann aber auch schon wieder ein neuerer T2B in dem Fall, der hat dann schon die Blinker oben und so weiter. Ah, okay, gibt Blinker also oben, Blinker unten. Genau. Aber unten, die Winker gibt es nicht mehr. Nee, die Winker sind dann auch beim späteren T1 dann schon weg gewesen. So, dann hat man hier den klassischen 70er Jahre Holzausbau. Genau, auch den Bezug noch so nachempfunden. Wie nennt man das? Ist das so Nadelfilz? Oder? Boah, kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht sagen. Haben die Autos hinten schon eine Heizung damals drin gehabt? Es gab Standheizungen. Ja, okay, also man muss dazu sagen, die Motoren sind ja eh alle luftgekühlt. Genau, Luft wird eh nur so aus einer Mischung von Motorgebläse und Fahrtwind nach vorne geblasen. Plus es gibt so einen Elektrolüfter, aber eine vernünftige Heizung kam eigentlich erst im T3. Also im Winter ein T1 oder ein T2 zu fahren, ist kein Geschenk. Also ich kenne es von meinem Vater, die Geschichten, der hat im Winter von innen gekratzt und so weiter. Also ich glaube, richtig alltagstauglich wurde erst der T3. Und wofür genau ist jetzt eigentlich? Im Prinzip nur, um den Raum einfach zu erweitern. Du kannst da drin weder schlafen, noch liegen, noch irgendwas. Das ist einfach nur, damit du einfach kleine Menschen stehen können. Was Neues machen so ungefähr. Ne? Genau. Oder halt so ein bisschen drin stehen können. Ja. Ne? Wahrscheinlich, wo es natürlich wahrscheinlich praktisch ist, ist zum Thema, wenn man doch mal drin sich irgendwie die Zähne putzen will, drin stehen will, sich umziehen will oder so mit dieser kleinen Ablage hier. Ja, ne? Dann halt auch nicht. Ne? Ja. Immerhin hat er schon Lamellenfenster. Das war dann damals, das kam beim T2, die kannst du so aufkurbeln, damit halt ein bisschen... Krass. Okay. Ja, man sieht aber definitiv auch, wenn wir hier mal in den Innenraum reinfilmen, da ist der T2 schon deutlich moderner geworden. Ne? Genau, da hat sich was getan. Da ist ja immerhin jetzt schon mal ein Armaturenbrett drin, genau. Da liegt ein Teppich drin, man hat ein paar Anzeigen, ein paar Schalter, ein Radio, die anderen hatten glaube ich gar kein Radio. Doch, es gab auch T1 mit Radio, aber es ist dann baujahrsabhängig. Also war das dann in dem Blech drin oder wie haben die das gemacht? Beim T1 ist das Armaturenbrett ja noch voll Metall eingeschweißt in der Karosserie und da gibt es dann auch die Möglichkeit mit dem Radioschacht. Ja. Okay, also T2 schon ein bisschen moderner geworden. Ja, hier hat man nochmal ganz gut den Vergleich, früher T2 zu später T2. Ah, mit Blinkern oben unten, ne? Genau, da sieht man das nochmal ganz gut. Das VW-Zeichen wurde kleiner. Was ist das hier? Ist das hier für die kleinen Leute zum Einsteigen? Ja, oder? Das ist tatsächlich, ist Trittstufe. Trittstufe, ne? Also. Gab es T2 auch als Samba? Nein, diese Fenster sind dann, es gibt... Eine T5-Studie Samba, da hat wohl noch mal in Wolfsburg jemand das nachgebaut. Aber die haben wir leider nicht bekommen. Unseres Wissens wurde sie verschrottet oder wird zumindest nicht verkauft. Also das wäre noch mal witzig gewesen. Es hat tatsächlich wohl beim T5 noch mal einer nachgebaut. Da ist allerdings schon wieder so ein Dach jetzt drauf, ne? Genau, das ist also wieder was ganz anderes, so ähnlich wie der blaue auch da drüben. Das sind brasilianische Modelle. Das Auto wurde in Brasilien ja eine Weile länger gebaut. Eine ganze Weile länger. Und in dem Fall zum Beispiel haben wir auch einen Rechtslenker. Ah, stimmt, jetzt wurde es das. Und da sind dann schon Einspritzmotoren teilweise oder sogar wassergekühlte Reihen Vierzylinder verbaut vom Polo und so weiter. Also das ist der letzte, der gebaut wurde. Wir haben den letzten bekommen. Das ist das allerletzte Modell. Wie nennt sich das? Auch ganz normal T2? Der hieß damals noch T2, als er dann Verband gelaufen ist? Genau, T2 Brasilien. Ja, hier sieht man jetzt nämlich auch, dass da nicht mehr so ein alter, klassischer, luftgekühlter Boxermotor drin ist, sondern rein Vierzylinder. Irgendein Benziner, ne? Ja, ich glaube Polo oder sowas, irgendwie wassergekühlt mit Cut da drüben schon und so weiter, ne? Haben die Autos in Deutschland eine Zulassung?
dieses Auto hier ist zugelassen, es ist aber nur auf Umwegen möglich. Es ist ein bisschen kompliziert. Also du kannst nicht einfach so einen importieren und anmelden, ist nicht. Das funktioniert, also du musst schon ein paar Sachen umbauen. Genau. Also okay. Auch jetzt im Thema Beschaffung. Das ist, mit der Abgasnorm und so ist das ein bisschen nicht so kompliziert. Einfach, ne? Genau. Ja, dann hat man hier nochmal schön T3 und T4. Genau, hier kam dann halt der California, wie du das so kennst, jetzt heute mit dem Aufstelldach. Das war damals halt dann schon ein Luxusmodell, ne? Ja, ja, klar. War dann natürlich auch im Bereich der 90er Jahre schon angekommen. Und das war schon... T3 auch noch, luftgekühlt, Motor hinten. Sowohl als auch, da kam dann die Mischung von Wasser und Luft und auch Diesel. Leider zustandsmäßig, aber relativ viele, relativ schlecht, weil diese berühmten Kittnähte beim T3, die Bleche sind mehr oder weniger ja so im Kastenprinzip einzeln gefertigt und dann werden die zusammengeschweißt. Also jede Naht, die du siehst, ist wirklich eine Trennstelle der Karosserie, zumindest vom Außenblech her gesehen. Und da gammeln die halt gerne. Und dann, das kriegst du auch schwer nur behoben, weil der Rost halt von innen kommt. Dann gibt es halt auch so Busse wie zum Beispiel den Hühnerstall da von uns, den werden wir wahrscheinlich niemals restaurieren, weil er einfach ansehnlich ist so, ne? Ja, ja. Das ist halt irgendwie witzig, das ist ein alter Krankenwagen. Aber im Normalfall, wenn die Autos bei euch ankommen, sehen die wahrscheinlich so aus. Ja, das ist jetzt schon ein Extremfall, darum haben wir ihn hier stehen lassen, weil aktuell würden die Kosten der Restauration den Marktwert des Autos übersteigen, maßlos. Aber ich halte es nicht für abwegig, dass wir den nicht doch irgendwann mal machen. Aber es ist schon möglich, dieses Auto wieder in so einen Zustand wieder vorne zu bringen. Definitiv. Was davon bleibt dann überhaupt über? Ja, also man muss schon realistisch sagen, mit Glück vielleicht so eine Tür außenhaut, müsste man sich angucken. Mhm. Das Problem ist, dieses Auto hier hat wirklich gelebt. Also da kenne ich die Geschichte ziemlich gut zu. Das war halt wirklich ein Mann, der das jahrelang in seiner Selbstständigkeit benutzt hat. Da wurde wirklich immer wieder mit Spachtel und in den Schwellern sogar Beton und so weiter, relativ wild, das Auto immer wieder instand gesetzt, bis er dann irgendwann... mit einem Motorschaden in der Garage gestrandet ist. Und in der Garage war mehrmals Hochwasser. Darum sieht das Auto aus, wie es ist. Weil hier können wir das ja mal kurz zeigen. Man sieht halt schon, dass hier wahrscheinlich etliche jahreweise Schichten drauf sind, so ungefähr, ne? Die so ein bisschen die Geschichte von dem Auto wahrscheinlich erzählen. Ja. Aber angenommen, Kunde XY kommt zu euch und sagt, ich will unbedingt mein Auto wieder restauriert haben, dann würdet ihr ihm auch dieses Auto wieder schön machen. Definitiv. Der fährt mit dem Auto hier dann wieder raus. Aber da sprechen wir wahrscheinlich im Bereich von, ganz grob gesagt, würde ich sagen, 1500 bis 2000 Stunden nur Karosseriebau. Mhm. Da ist dann Lack und Technik das kleinste Problem, weil in dem Baujahr ein 6-Volt-Kabelbaum ist überschaubar, Montage ist da nicht so wild, aber Karosseriebau wäre halt hier exorbitant, weil bei dem Auto ist auch der Rahmen, beide Längsträger weg. Wenn Bus ist nicht trennbar, so wie du es vom Käfer kennst, dass du die Karosse abnehmen kannst. Das geht beim Bus nicht, ein Teil, das heißt, du musst es auch dann zusammen restaurieren und so weiter. Kann man grob eine Hausnummer sagen, was bei euch so eine Restauration generell so Pi mal Daumen kostet? Also angenommen jetzt natürlich nicht das Hardcore-Beispiel, wenn einer so ein richtiges, so eine richtige Baustelle bringt, sondern ich sag jetzt mal so ein normales Auto. Also ich würde sagen, so eine durchschnittliche T1-Restauration steigst du so, wenn du ein gutes Auto mitbringst, bei 70 ein. Und wenn es für dich schlecht läuft, fährst du mit annähernd 100 wieder nach Hause. Okay, man muss aber auch dazu sagen, dass so ein Auto dann auch über 100 später auf jeden Fall wert ist. Genau. Wir zeigen euch jetzt nochmal kurz, wie so eine Karosse aussieht, wenn sie angefangen ist zu restaurieren. Und dann gehen wir mal in die Werkstatt rüber, wo es dann wahrscheinlich für die Techniker unter uns so richtig interessant wird. So könnte eine Restauration beginnen? Könnte. Also das ist jetzt mittlerweile als Ausstellungsstück gestrandet. Ist eine Weile her schon. Das waren mal viele Versuche miteinander verbunden, unter anderem ein Sandstrahlversuch. Mittlerweile entlacken wir chemisch, kommen wir später noch zu. Das Auto hier ist halt gesandstrahlt worden bis zur Sicke hoch. Ja, man sieht es hier gut. Genau. Und stellt aktuell für uns keinen Nutzen dar und keinen Wert schon, aber keinen Nutzen. Für die Leute, die jetzt keine Karosseriebauer sind, Sandstrahlen heißt? Hier stellt sich wirklich ein Mann mit einem Druckgerät vor, wie mit einer Wasserpistole, nur dass kein Wasser rauskommt, sondern wirklich Quarzsand. Also man strahlt richtig Quarzsand auf die Oberfläche quasi. Und wenn man das mit zu viel Druck tut, dann sieht das so aus, wie es hier leider aussieht. Deswegen ist das vorerst ein Ausstellungsstück geworden, weil wenn wir das nochmal jetzt hier final angehen, das Auto, werden wir da einige Blechteile, obwohl sie eigentlich gut waren, nur durch Strahlen zerstört worden sind. Aber das ist schon so üblich, dass nachdem so ein Auto, ich sag jetzt mal, vom Entlacken kommt, so viele Bleche rausgetrennt werden? Genau, der Ladeboden ist meist tot, so auf Deutsch gesagt. Den kann man auch relativ einfach entfernen. Der ist halt nur punktgeschweißt auf den Querträgern. Wie du hier siehst, die ganzen Schweißpunktbohrerspuren. Dann habe ich den Fußboden raus, weil das Problem ist, meist sind diese Querträger, das sind zwei U's aneinander aufgequollen oder kaputt.
Die müssen ersetzt werden, dann ist in der Regel auch Innen-Außenschweller weg und dann ganz zum Schluss quasi fast erst kommt wieder der Boden rein. Hier sieht man jetzt auch so in komplett nackt ganz gut Motor hinten, richtig quasi gekapselt, genau, außerhalb der Karosse. Ne? Genau, an dem Blech sieht man auch ganz gut, die Autos haben meist gelebt, da wurde Steine mit transportiert und so weiter, dann sieht halt die Trennwand so aus, wie sie da jetzt aussieht. Ne? So, das ist definitiv eins der Negativbeispiele, wie man eine Restauration nicht anfangen sollte. Genau. Ihr habt hinten aber einen T1 stehen, der schon ein bisschen fortgeschritten ist. Genau, also ich wollte damit jetzt nicht sagen, dass Sandstrahlen grundsätzlich schlecht ist. Unser Versuch war in dem Fall schlecht, weil wir bei einem Industrieunternehmen haben strahlen lassen, die eigentlich nur Doppel-T-Träger und so weiter machen. Die sind halt viel zu kraftvoll da rangegangen. Wir gehen mal rüber. Ja. Und gucken uns einfach mal eure Werkstatt an. Sehr gerne. Hier stehen noch unendlich tausende, viele weitere Autos. Auf die können wir unmöglich alle eingehen. Aber der ist mir gerade ins Auge geschossen. T2. Genau, T2A. Sieht aus, als wenn der gleich ausgeliefert wird. Also ja. sieht irgendwie werksneu aus, das Ding. Ist auf jeden Fall auf der Zielgerade. Also das Dach fehlt noch und so ein paar Kleinigkeiten, TÜV noch, Wertgutachten und so weiter, aber der Rest ist... Ist aber auch von euch komplett gemacht? Genau, das ist ein Auto, ein Beispiel für komplett gemacht, bis auf das Lenkrad. Das wird noch gemacht, den haben wir gerade nur in Leiche. Dieser, ich sag jetzt mal, diese Küchenzeile und so, das alles ist auch gebaut. Zeitgenössisch, wie das damals war? Nein, auf Kundenwunsch ist auf es Kundenwunsch, nicht. Okay. Der Kenner würde jetzt sagen, wahrscheinlich bei den Zuschauern, da fehlt aber der Westfalia-Keder und da ist die falsche Kederfarbe und grundsätzlich die falsche Holzfarbe, ist richtig. Mhm. Der Kunde wollte aber diese, also die Außenfarbe ist original, wollte dazu diese braune Innenausstattung und so weiter. Mhm. Also das ist eine Mischung aus Originalität und Kundenwunsch. Aber man muss wirklich sagen, steht... Wirklich besser als werksneu hier, ne? Ja, wenn man komplett so sieht, auch so mit den Stahlfelgen, mit den Radkappen ja. und so weiter, das ist schon... Ja, also da ist wirklich auch jede Schraube angefasst an dem Auto. Entweder neu oder instand gesetzt bzw. restauriert. Motor auch alles neu bzw. instand gesetzt. Neueste Technik, ne? Einmal. Also das Wertgutachten sagt dann Zustand 1 quasi, ne? Okay. Ja, das ist im Prinzip der Karosseriebau. Sieht auf jeden Fall schon mal irgendwie geil aus. So sieht aus wie so eine alte Fertigungslinie, als wenn von hinten nach vorne irgendwie die fertigen Busse kommen. Ja, so ungefähr, im Prinzip, ne? Läuft es auch so. Also hier beginnt im Prinzip der Werdegang des Busses, natürlich nach Montage, aber nach Entlackung und läuft dann so durch die Werkstatt einmal durch. Okay, unser Objekt der Begierde steht ganz hinten. Ja. Welcher Bauzustand ist das? Das ist Karosseriebau abgeschlossen, auch mit Verzinnen. Das ist jetzt im Prinzip KTL beschichtet, wie ein Neuwagen auch ist. Also und wird jetzt als nächstes Naht abgedichtet. KTL beschichtet heißt, der ist nicht lackiert? Genau, der ist getaucht. Getaucht, okay. Das heißt, und vorher wurde die ganze Karosserie erst tauchbad entlackt? Genau. Dann von euch vorbereitet? Genau, dann wird sie nochmal, also es sind mehrere Schritte, wenn wir fertig sind. In der Regel steht das Auto hier fast so ein Jahr, bis der Karosseriebau abgeschlossen ist. Dann geht es zu dem externen Dienstleister wieder hin, wird noch einmal entrostet, damit der Flugrost durch Luftfeuchtigkeit und so weiter weg ist und wird dann direkt ein Bad weiter beschichtet. Mhm. Das heißt, das ist überall im ganzen Auto, in allen Hohlräumen und so weiter sind. Die ganze, ich sag mal, die ganze Abdichtung von den ganzen Blechüberlappungen, die passiert vorher oder nach dem KTL? Nee, das würde nicht gehen, weil es zu heiß ist. Die passiert jetzt. Ah, jetzt wird abgedichtet, danach. Okay. Genau, alles okay, von verstehe. Hand. Jede das heißt, Naht es ist wie eine Art Grundierung. Genau. Wir sehen da auf jeden Fall schon mal wieder T1 Samba mit Fenster. Ja. In dem Fall ein eigenes Fahrzeug von uns. Muss man auch ganz ehrlich so sagen, ist der erste Samba, den wir schaffen, für uns selbst voll zu restaurieren, weil die Kunden bisher immer Priorität hatten. Wir haben dieses Jahr die externe Restauration aber etwas zurückgefahren, haben uns auf die eigenen Autos konzentriert, weil sie natürlich auch relativ stark leiden durch die Vermietung, muss man so sagen. Und haben den jetzt halt komplett gemacht. Kann man was sagen, wie solche Busse am wertvollsten sind? Von der Farbkombination und so weiter? Wahrscheinlich auf jeden Fall zweifarbig? Original. Ja, bei Samba war immer zweifarbig. Ah, Samba war immer zweifarbig, genau. Okay. Luxusvarianten waren immer zweifarbig. Mhm. Einfarbig waren nur Nutzfahrzeuge, mhm. also Pritsche, Kasten und so weiter. Aber natürlich ist das Auto maximum viel wert, wenn es maximum original restauriert ist und im Idealfall noch maximum viele Teile auch original sind. Also einfach auch alles Repro ranschmeißen, bringt dich am Ende vom Wert her auch nicht sehr weit. Also ich persönlich sehe an dem Teil etliche Stellen, wo schon gedengelt, geschweißt, gebohrt genau. und so weiter wurde. Ja, es gibt berühmte Stellen wie die A-Säule zum Beispiel, die ist unterhalb in der Regel weg, die Türen sind weg, die Kniestücke sind weg, Innen-Außenschweller weg. Dann wurde auch an vielen Stellen überall gezinnt? Genau. Ist das so da üblich? Liegen wir üblich vielleicht nicht, aber in unserem Hause schon. Also bei euch wird alles, was geschweißt ist? Auch verzinnt. Auch verzinnt? Ja. Okay. Obwohl man diese Stelle nie wieder sehen wird, hier kommt jetzt die Front drauf, die ist dann zu. Aber wenn einer mit dem Endoskop mal reinguckt und so weiter,
dann soll das keiner. Ist natürlich nicht förderlich, wenn ich dann da die Schweißdrähte im Idealfall noch durchgucke oder so. Deswegen legen wir da halt Wert drauf. Wie viele Stunden Arbeit sind denn die schon kaustisch reingegangen, so wie hier steht? Ich würde tippen zwischen 700 und 800. Also schon ein paar. Ja. Also natürlich geht das hier bei uns schneller, als wenn du es in der Garage machen würdest, weil wir halt jeden Tag an dem Auto dran sind, aber es dauert schon seine Zeit. Aber man sieht halt wirklich an etlichen Stellen, dass wirklich überall gezinnt wurde. Mhm. Ne? Jede kleinste Unebenheit wird alles weggezinnt. Die Seitenwand sieht auch neu eingesetzt aus, die ist aus, neu, muss man aber auch so sagen, gibt es zu kaufen. Also die Ersatzteilversorgung für den T1 ist in den letzten Jahren deutlich besser geworden. Das heißt, so ein Blech ist dann Repro oder Original VW? Ist Repro. Gäbe es noch Original VW? Nein. Da gibt es nicht mehr so viel, ne? Nee. Ist Repro, hat ein paar Details, die man abändern muss, aber Passgenauigkeit ist schon sehr, ziemlich gut, sagen wir mal. Die Schlitze wahrscheinlich zur Belüftung vom Motor, ne? Genau. Oder Entlüftung? Gibt es aber auch Unterschiede. Der alte hat weniger und nach außen, der neue hat mehr und nach innen. Also es gibt schon so ein paar Baujahresveränderungen. Wie macht ihr das bei sowas in Bezug auf Spaltmaße? Da wird es wahrscheinlich täglich Diskussionen darüber geben, wie die Spaltmaße damals waren. Oder habt ihr da Vorgaben für? Leider, wir haben noch Autos, die komplett original sind. Und sie sind tatsächlich schlechter, als man denkt. Mhm. Also die Spaltmaße damals waren sehr breit. Ne? Und das heißt, selbst so zwei Bleche, die aneinander gesetzt sind, die werden nicht akkurat parallel gewesen sein, sondern das wird auch ein bisschen auf und zu gehen. Ja, wahrscheinlich. Also die Bleche waren damals halt auch einfach nur punktgeschweißt und wurden dann versiegelt. Und so machen wir es heute natürlich auch wieder nur. Ach so, das heißt, hier kommt einmal Dichtmasse rüber? Genau, und fertig. Das Dichtmasse ist aber glatt oder mit? Nee, mit, die mit, Naht mit, muss sichtbar bleiben, aber sie muss halt gegen Korrosionen geschützt sein. Ja, man sieht wieder an etlichen Stellen wurde hier gezinnt. Neue Endspitze ist auf jeden Fall auch drin. Die ganze Ecke ist neu. Das ist nur gezinnt, weil beim Batterieblech einschweißen sich das ein bisschen verzieht und das ist dann rein nur für Oberflächenverschönerung verzinnt. Die Ecke ist bis zum Dach neu. Okay, also da steckt schon wirklich richtig, richtig Karosseriebau. Genau, weil da drunter, ich such's gerade mal, hier drunter sitzt zum Beispiel, das ist jetzt von der anderen Seite, aber theoretisch so sitzt da drunter ein Blech. Mhm. Und das war halt, das ist bei den meisten, das ist eine beliebte Stelle hier unten. Mhm. Und um das zu ersetzen, muss ich die Ecke halt abnehmen. Ne? Okay, also es ist ein inneres Blech und um da ranzukommen. Genau. Meist sind die äußeren natürlich auch durchgerostet, genauso wie du sagst. In der Regel aber nur die Spitze unten. Es muss aber halt ganz ab, damit ich dieses Blech ersetzen kann. Das Coole hier ist aber, ihr kauft nicht nur Bleche, sondern seid auch noch in der Lage, richtig Bleche selber zu fertigen. Ja. Das heißt, kleinere Breche wird auch mal selber gedengelt. Genau. Also wir haben alles, Sägenmaschine, englisches Rad, Abkantbank, alles, was man so. Hier sieht man zum Beispiel auch eine Stelle auf der Innenseite, die verzinnt wurde, aber noch nicht verschliffen ist. Da war dann Feierabend heute. Fensterrahmen wurden teilweise ersetzt, unterhalb. Und ja, das muss halt. Aber das ist so generelle Vorgabe bei euch, dass hier alles, was geschweißt wird, verschliffen, verzinnt wird. Also ich habe keine Gebrauchsanweisung für das Auto, aber ich spreche mit dem Mechaniker halt regelmäßig den Bauschritt durch. Und da diese Stellen tatsächlich nur noch mit Leder beklebt werden, müssen die halt bestmöglich glatt sein. Macht immer ein Mechaniker ein Auto oder arbeiten da hier mehrere? Da lege ich Wert drauf, weil natürlich, wenn mal was passiert, ernsthafte Krankheiten und so weiter, muss es zwangsläufig wer anders zu Ende machen. Mhm. Prinzipiell lege ich aber, bin ich der Meinung, dass wir maximale Qualität nur erzielen, wenn ich das mein Baby nenne und das von Anfang bis Ende durchgezogen wird. Ja, cool. Finde ich persönlich auch gut. Denke mal, so ist auch die Mitarbeitermotivation so am höchsten, das wirklich auch so fortwährend weiterzumachen. Ne? Ja, das definitiv. Und wir versuchen auch, dass es möglich ist, dass der Mechaniker, obwohl er ein Karosseriebauer ist, das Auto auch zusammenbaut. Mhm. Das heißt, die Leute, die hier arbeiten, sind mehr oder weniger allseits, vollwertig einsetzbar, dass sie auch montieren können. Okay, da sind wir auch schon bei dem nächsten Punkt. Wie geht das Ganze hier weiter? Karosseriebau, anschließend Lack. Geschichten. Dann, wie ich sagte, kommen ein paar Dämmmatten rein, die nicht original waren, aber man kriegt deutlich mehr Fahrkomfort, weißt du, von deinem Audi, wenn du ein paar Dämmmatten klebst. Das heißt, an gewisse Stellen werden welche eingebracht, dann geht das Ding in Lack. Wir lackieren hier auch in-house, es war eine externe Kostenstelle, aber wir lackieren selbst. Und ja, das dauert so in der Regel, kann man so sagen, 2 Monate, der Lackvorgang, weil man alles ein bisschen trocknen lassen muss, sich setzen lassen muss und so weiter. Und ja, danach kommt es wieder runter. Kabelbaum ist meist eins der ersten Dinger, die reinkommt, wie heute halt auch noch. Und dann geht das Spiel von vorne los. Parallel arbeiten wir halt alles andere auf. Sitze, Achsen, Motor. Und dann wird das Puzzle wieder gefügt. Wäre es möglich, dass wir dieses Auto fortwährend immer weiter begleiten? Wenn du
das halbe Jahr 2019 Geduld mitbringst, können wir das tun. Ja. Also wir können theoretisch Schritt für Schritt unsere Zuschauer immer auf dem Laufenden halten. Wenn du willst, können wir müssen zum Sattler, ein bisschen Zeit mitbringen. Wenn du willst, können wir zum Sattler fahren, wir können mit zum Lack gehen. Ich denke, soweit für heute reicht das erstmal an Oldtimer-Technik. Ich denke, wir sind alle schon deutlich einen Schritt weiter. Ich zumindestens. Es gibt die Möglichkeit, dass wir dieses Auto bis zum Ende hier begleiten. Ich persönlich finde es höchstgradig interessant. Alleine, weil Marius zu mir sagte, er würde sogar selber auch noch mal ein paar Karosseriearbeiten hier dran vornehmen. Dann können wir so ein bisschen auch noch mal auf diese Karosseriearbeiten eingehen und vielleicht selber mal irgendwas schweißen, verzinnen, ja, ersetzen und so weiter. Oder du machst es, ich gebe Anweisungen. Zusammenbau ist bestimmt auch mega interessant, ja, weil ich könnte mir vorstellen, hier kommt nichts Altes dran. Da wird wahrscheinlich jede Schraube neu, alles neu. Ja, Carbon wird komplett neu selbst gebaut und dann und so weiter halt. Ne? Es könnte jede Menge interessante Sachen geben. Ich hoffe einfach, euch interessiert das Ganze und dass es auch unter euch jede Menge Leute gibt, die diese alte Technik noch zu schätzen wissen und es halt nicht immer neue GFK und so weiter ist. Und ja, dann danke Marius, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich danke dir. Wir sprechen jetzt noch ein bisschen fortwährend das Projekt durch und dann sehen wir uns in ein paar Tagen wieder. Ciao.